Ja, du bist eingefroren. Wobei, das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, weil dadurch werde ich auch den Giftstatus halt los. Uhahaha. Wie gesagt, ich mag den Gegner nicht so wirklich. Ich werde auch die beiden dort unten, werd ich halt auch Gegner sein lassen. Ihn ebenfalls. Komm hier. Du bist ja jetzt nun nicht gerade die größte Bedrohung hier. Der hat auch den Uhrzeiger gehabt. Ups. Ich dachte, ich hätte den schon. Dem war anscheinend nicht so. Einmal los. Ist aber jetzt mal kurzzeitig verlassen. Dioramateil. Achso, kann ich nur im Dings. Ja, guten Morgen. Kann ich Gegenstände kaufen? So viele Hühnchen habe ich gar nicht mehr. Ich gerade. Ist das Wasser? Die große Heilkraft lasse ich doch erstmal noch. Bomben. Pulver brauche ich nicht wirklich. Aufbewahrungsschalter, was habe ich hier noch so wunderschön alles? Die Schlüssel könnte ich eigentlich mal alle mitnehmen. Was habe ich denn hier alles für Waffen, sag mal? Den Starschleuder, Kracherschuss, Doppelschlag, Zauberhammer, Urteilshammer, Stahlhammer, das Ding, das Ding. Das Ding. Kann ich alles schön verkaufen. Na. Da habe ich doch schon schöne Sachen, die ich reinsetzen kann. Alles schön für die Waffen.
Oh. Ja. Das ist doch schon mal etwas, womit ich arbeiten kann. Wie sieht's bei dir aus? Feuer, Wind, Dino. Das ist auf jeden Fall ganz gut. So. Gut, dass ich doch noch mal hier reingeguckt habe, ins Lager. Sieht's bei dir aus? Du brauchst Zauberkraft. Feuer. Ich glaube, die würde zum Beispiel so ein... auf jeden Fall sehr gut tun. Okay. Lass du das noch ein? Du hast... Du bist für... Dingsebene. Gut, sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, ich mache hier den Cut. Sind eigentlich schon gar nicht mal so unweit. Jetzt mir hier die Galerie der Zeit ansehe. Wir sind nämlich schon ein gutes Stück zurück, also mehr als die Hälfte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Die 18. Ebene. Dürfte eigentlich nicht mehr so viel sein. 18 Ebenen. Insgesamt hat es, glaube ich, 25 Ebenen. Heißt also, insgesamt sind es noch 7 Ebenen. Wenn ich jetzt so summa summarum richtig rechne. Und wenn diese gesamten Ebenen 7 davon sind, 5 davon. Jetzt bin ich ja eigentlich ehrlich mal so ein bisschen am Überlegen. Okay, ich werde schneller durstig. Weil ich bin nämlich jetzt gerade echt ein bisschen am Überlegen. Wir haben nämlich noch 3 Erinnerungen. Und diese 3 Erinnerungen, ich renne jetzt einfach nur noch schnell eben durch. Und diese 3 Erinnerungen, das ist eigentlich nicht viel. Diese 3 Erinnerungen, das wird halt noch mal so ein bisschen knackig werden. Denn insgesamt 3 Erinnerungen... Doch,
einmal die Dark Cloud. Drei Erinnerungen und wir haben noch halt vier. Dämonengeburt, Dark Cloud. Also die Dämonengeburt dürfte halt in dieser Ebene fertig werden und dann der Rest müsste eigentlich dann so ziemlich in... in der letzten, vorletzten Ebene sein. Es sei denn, das sind nicht als alle. Wir haben 6 Charakter, 5 davon müssen wir halt davon spielen. Ja. Es wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Wie gesagt, 2 Erinnerungen haben wir noch. Die anderen Ebenen sind halt auch solche Ebenen, die halt überhaupt keine Befandnis. Ich habe einen Zauber, aber halt noch nicht schlecht. Ja, es ist auf jeden Fall auch so ein Ding, wo wir halt. Es wird auf jeden Fall ein bisschen komisch werden. Weil, summa summarum ist es eigentlich tatsächlich so, dass halt die ganzen... Ich werde auch gleich mal eben flüchten. Okay, ich werde jetzt flüchten, weil ich habe jetzt alles. Ich weiß jetzt nicht, wie ich halt die letzten... wie ich die letzten Punkte da jetzt noch kriege, aber... das werden wir dann sicherlich noch sehen. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Let's Play Part. Blattax FB, meldet sich ab.